Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Let's Play Transport Fever. Es lippt zurzeit richtig gut. Wir machen richtig hart Cash Moneten und wir wollen heute die Linien befördern. Wir haben gestern hier was Schönes dekoriert. Wie wir das gemacht haben, könnt ihr im gestrigen Video sehen. Hier ein paar Zäune, ein paar Steine, ein paar Bänke. Und jetzt sind die Linien dran. So, das sind zwei Stück. Machen wir auch zwei. Bevor wir es vergessen. So, das sind jetzt die Linien. Bus 211. Schwanenmühle. Schwanenmühle. Und Bus 212 Schwanenmühle. Wollen wir ganz kurz rechnen? Wir sind jetzt in Folge 47. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal frisches neues Jahr. Ich glaube. Müsste eigentlich heute der erste sein. Cool. Da habe ich ja gleich schon mal einen Folgentitel. Ah! Ist sehr gut. Muss ich mir gleich aufschreiben. Ich muss mir alles notieren. So, zack. Zack. Zack, zack. Folge 47. Ich bin zu dämlich. Gerade 32.12. geschrieben. 1.1. ist das natürlich. So, 2.1., 3.1. Wollte ich schon mal ein bisschen vortragen. Ne? Habe ich zwar noch nicht aufgenommen. Ich weiß noch nicht, ob ich das heute auch noch schaffe. Aber ich glaube schon. Aber ich weiß es noch nicht. Folgentitel, ja. Folgentitel. Happy New Year ist wahrscheinlich jetzt hier Happy Neue Linien oder so. Happy New Lines. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir auch, es ist 97 noch. Also 1897 zumindest. Shit's hier. So. Das mach ich da ja. Muss ich das mal aufnehmen. So, Haltestelle hinzufügen. Die grüne kommt natürlich auch auf die grüne Linie. Versteht sich ja ganz so selbst. Weiter ran. So, ein bisschen. Zack. So, dann geht ihr da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Nee. Nee, entfernen. Da lang. Korrekt. Dann wieder da lang. Und dann ist sie wieder da. So, die zweite Linie. Boah, im Endeffekt ist das ja die erste. So. So. Schubdiwub. Dahin. Hab was falsch gemacht, oder? Ja, hab ich. Anweg weg. Stellen hinzufügen. Erst kommt die. Korrekt. Dann kommt die. Die. Die und die. 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 Und die. Korrekt. Dann tut die sich dort treffen. Warum nimmt der den Kreisel hinten nicht? Der hält später den ganzen Verkehr ja auf. Dann muss ich hier hinten nochmal eine Haltestelle hinsetzen am besten. Das mache ich mal so ein Teil hier hin.
So für spätere Zwecke. So, dann kommt sozusagen nach der 9 alte Stelle hinzufügen. Zack. Wo sind die 9 da? Ja. 10, das ist das die 11. Moment, Moment. Die 9 ist hier. 9 ist hier. Ah, Happy New Vehicle. Ah, nenne ich jetzt die Folge. Oder Happy New Ships. Irgendwie so. Vehicle. Schönes Schiff. Habe ich schon lange drauf gewartet. Zack. Jetzt aber. Jetzt geht's los ja. Jetzt geht's rund. Geht's jetzt rund. Oder auch nicht. Alles schon hinzufügen. Das ist 10. Dann so. Der hier. Ich will es nicht aussprechen. Ja, dann machen wir es so. Ist doch ganz einfach. Ist doch ganz einfach. Machen wir es so, meine lieben Freunde. Zack, zack. Setzen wir mal was drauf. Depot. Das passt jetzt eigentlich auch perfekt hier hoch. Dein Ernst? Dein Scheiß? Ernst? Aber es sieht jetzt besser aus, ne? Nicht so voll. Ach, Spiel, fick dich doch. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vielleicht ein bisschen viel. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Guck mal, ja, rückt die Armee aus. Armee von einem Wagen. Dann mach ich mal kurz Stopp. Kann ich die Folge nämlich wirklich Happy New Vehicle nennen? Wenn ich jetzt hier ein Foto mache. An der Straße. So. So. Und mach ein Foto. Zack. Und jetzt läuft es weiter. Sehr gut. Millionen haben wir jetzt schon. Das Blue Sky Hotel heißt das hier. Guck mal, jetzt kommt eine ganze Kolonne hier an. Ist schon schön. Ist schon schön sowas. So, jetzt fahren die sich erstmal ein. Und zwischen den zwei Orten. Ist hier eine Bahnverbindung? Hier ist eine Bahnverbindung. Was Schnelles haben wir jetzt ja noch nicht, ne? So, hier gibt es jetzt einen Bahnhof. Ist das ein Kopfbahnhof? Nein. Den möchte ich auch mal gerne mal aufrüsten.
Weil. Wegen, ja, Aufrüsten anwenden. Die Straße ist mir ein kleines Dorn im Auge. Großes Dorn sogar. Kann man erstmal lassen. So. Hey. Hallo? Ich hab gesagt, weg. Gibt's doch nicht. Ist doch nicht. Ziehen wir es mal weiter, können wir später immer noch abreißen. Zack. So, jetzt versuchen wir irgendwie eine Straße wieder drüber zu bekommen. Ich glaube, ich müsste das da auch dazu abreißen, weil sonst wird das nix. Bald ist aber die Steigung zu groß. Aber das gefällt mir ja auch schon nicht an sich. Deswegen machen wir dann mal das, wie es der Philipp gesagt hat. Machen wir dann mal einen Tunnel drunter und schließen das mal hier an. Zack. Tunnel haben wir nämlich noch nicht. Zumindest hier bei der Straße. Hat man es noch nicht großartig gemacht. Aber würde ja nichts Großartiges verändern. So in dem Sinne. Gehen wir mal hier hoch. Gucken wir mal, wo hier am besten der Bahnhof angebracht wäre. Von. Machen wir den noch mal so, dass man den sonst hier unten tunnelartig durchführen kann. Können wir ja so machen. Zack. Bisschen weiter weg. Gefällt mir nicht. Zack. Kommt dann auch noch eine Haltestelle hin. Alles gut, alles gut, alles gut. Hier kommt noch eine Haltestelle hin. Mitten im Wendekreisel. Gibt es hier nur eine Linie? Ich glaube schon, ne? Und wir können ja so einen Zubringer machen. Dann machen wir nämlich hier auch so ein Ding hin. Bis in einer kleinen Straßeneinbindung. Klappt ja nun irgendwo. Hier wird es klappen.
Da kommt hier so ein Ding hin. Würde nicht klappen, weil die Straße weg ist und die auch. Okay, das ist so eine Straße. Und diese Haltestelle. Müssen wir gleich mal was gucken. Ich brauche die Linie. Wollte ich stehen da mal machen? Das ist die 1 und die 8. Die 1 hinzufügen. Und jetzt die 9. Wenn ich das wegmache. Das war keine gute Idee. Das hat gekostet. Ja, hat funktioniert. Kann man nämlich hier eine Mini-Linie machen. Eine Mini-Linie von hier nach da. Dann kann man einfach Bus 202 ZB, also Zubringer, Stahnsdorf, Bahnhof. Zack. Da kann man einfach mal zwei Wägelchen draufsetzen. Oder drei. Das ist eine Strecke. Ja. Drei reichen da, glaube ich. Wo ist das Ding hier? Also drei. Alle zuweisen. Zack, da drauf. Super. Jetzt tun wir hier mal eine Gleise ziehen. Hoppla. Ja, zum neuen Jahr wird die Folge etwas länger. Ne? Wird die Folge etwas länger zum neuen Jahr. Darüber müssen wir. Aber als erstes müssen wir hier runter. Mit einer Holzbrücke. Können wir 90 drauf fahren und die 120. Wir können eh nur 60 fahren, bis jetzt. Deswegen sage ich trotzdem mal die Bridge. Bis jetzt. Neues Schiff. Und ein Dreiachser. Ich glaube, da kann dann ein paar Wagen mehr mit befördern. Ich glaube, jetzt können wir schon mal ein bisschen höher gehen wieder. Auch die Kurve etwas ziehen. So. Hoppla. Zack. Ah. Und das sind sie ja. Kurzer Rockler. Ganz viele kurze Rockler. Ist weg? Nee, wir haben noch nicht. Was ist denn jetzt los, ja? Das geht auch noch. Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das gerade war. Immer noch so.
Komisch. Den bitte. Hey, was hast du gerade mit mir? Da dran. Zack. Schiffe können hier noch durchfahren. Passt. Zack. Kann man mal machen? Kann man auf jeden Fall mal machen. Und ich nehme jetzt mal das Zugdepot. Und das passt ja so perfekt hier auf so einen Hügel, ne? Aber ich setze mal hier. Ne, das sehe ich schon, dass das falsch wird. Dann machen wir mal kurz dann einen Aufnahmestopp. Gucke ich mal, was da Fehler waren. Und dann geht's weiter. Aber erstmal machen wir die Linie hier noch fertig. Und dann müssen wir natürlich erstmal eine neue Linie erstellen. Das ist dann ganz klar. Der Zug 18. Ich glaube, dass es der Zug 18 ist. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Na, gucken wir mal hier drauf. Linien. Arg. Zug 18, ja genau. Zug 18. Und er geht von da. Da. Zug 18. Ich muss mal von Putzol aus. Weil da sind, glaube ich, mehr Verbindungen dran. Kann ich das dann besser finden? Putzol Stahnsdorf. Ah, geht nicht weiter. Zack. Stahnsdorf. Setzen wir mal hier einen Dreiachser. Der kann 100 fahren. 14 Passagiere. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das reicht vollkommen aus. Alles zuweisen auf Zug 18. Zug selber müssen wir noch umbenennen. Fährt denn der Zinn dahin? Dann macht er mal Pause. Zug müssen wir umbenennen. ETC, also SWM Transport Company 1801. Zack. Tun wir den uns mal angucken von nahen, wie die Wegelchen ausschauen. So. Schaut noch gar nicht so schlecht aus. Mehr Foto? Ne, machen wir nicht mehr. Gucken erstmal an, wie er so fährt. Und hier vorne kommt ja hier das kleine Stückchen. Da mache ich ein Foto. So. Richtig Moment abgepasst. So jetzt. Super. Fahren wir runter mit. Natürlich auch mal hier reingehen. Ihr seht's, ne? Hier es tut ein bisschen rucken. Das kann ich jetzt mal kurz mal nicht ändern. Ab der nächsten Folge ist es dann definitiv wieder anders.
Wunderhübsch. Eine schöne lange Brücke. Jetzt fahren wir Richtung Bahnhof. Das ist später bestimmt ganz schön zu sehen, wenn ihr ein paar mehr Züge fahren. Wir fahren auf unser Gleis. Das sind so kleine Durchsagen, ne? Aber noch steht hier keiner. Die Linie muss erst anlaufen. Guckt euch mal dieser Blick, wenn man da schön aus dem Fenster guckt, dann nach links und sieht die wunderschöne Brücke und sieht, wie man dann gleich drüber fährt. Und dann fährt man drüber. Ist doch bestimmt ein schönes Gefühl. Und sieht schon das Ziel vor allen Dingen im Zug. Ich habe ja vorhin gesehen, dass die Bäume hier überhaupt nichts kosten. Können wir ein bisschen mal Wald machen hier. Ein bisschen mehr Grün. Ja, vielleicht ganz hilfreich. Manchen Ecken sieht es wahrscheinlich nicht schlecht aus. Stehen ja nicht überall diese Laubbäume rum, sondern auch mal ein paar Nadelbäume. Es hat gerade düt gemacht, also könnte es sein, dass hier ein neues Fahrzeug verfügbar ist. Gucken wir da mal gleich nach. Ich merke gerade, dass meine Nase zu ist. Zack. Ich kann schon nebenbei mal ein bisschen was aufschreiben hier. Eine wunderschöne Landschaft. Herrlich. Jetzt muss man vielleicht noch ein bisschen anpassen hier. Kann man jetzt machen. Durch das Terraform Tool. Warten hier denn schon ein paar? Ne, warten auch noch niemand. Ja, da wird das wahrscheinlich unsere kleine Strecke bleiben. Wo noch nicht so viel los ist. Aber der Ausblick, oder? Ist doch herrlich. Kann man einen Screenshot machen.
Sehr gut. Dort hinten ist auch gerade der Zug, der fährt wahrscheinlich gerade wieder aus der Stadt raus. Wahrscheinlich. Nehme ich jetzt auch mal stark an. Meine lieben Freunde, ich gehe jetzt mal aus dem Menü raus und als Fahrzeug, elektrische Tram. Gucken wir uns einmal die Brücke hier an. Die ist schon sehr groß geworden, muss ich sagen. Und hält ihr denn jetzt jemand? Ja, hier wollen jetzt ein paar mit. Also es läuft da langsam. Langsam, aber sicher läuft's. Gucken wir noch den Tick an. Vom Zug 18 bis jetzt noch 7 Minuten. Guck mal, ja, Butzer Elsdorf hat 11 Minuten. Also das ist ja nix. Ja. Diese Zugverbindung. Guck mal nochmal an, wenn wir welche drin im Bahnhof warten. Ja, schön. Ja, kommt noch ein Vierter dazu. Und jetzt hier sitzen jetzt noch keine drin, ne? Und wenn wir jetzt mal hier in den Zug reingucken. Irgendwo, hier. Die sitzen jetzt irgendwo hier drin in den Zug, die vier Personen. Ich finde das übelst genial. Aber nun ja, meine lieben Freunde. Von hier aus tue ich mich erstmal verabschieden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet beim neuen Folge Transport Fever. Ist die Folge 48 morgen dann. Am 2.1. Montag ist das. Muss ich leider wieder arbeiten, aber ich hatte jetzt eine Woche Urlaub und das hat, glaube ich, auch ein bisschen gereicht. Bis dahin, ciao, ciao.